Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es das übliche Shop My Stash Video für euch. Ich drehe ja jeden Monat ein Shop My Stash Video, wo jemand von euch mir meine Produkte raussucht. Und ja, ich freue mich schon immer wahnsinnig drauf. Falls ihr nicht wisst, was Shop My Stash bedeutet, das heißt einfach so viel wie ich shoppe in meiner eigenen Kollektion. Das heißt, ich benutze aus fast jeder Kategorie Produkte, die ich eben schon in meiner Sammlung habe. Aus fast jeder Kategorie sage ich jetzt so, weil immer einer von euch mir die Produkte raussucht. Und ich stelle nicht jede Kategorie zur Verfügung, sondern eben Foundation, Concealer, loses Puder, gepresstes Puder, Bronzer, Highlighter, Blush, Setting Spray und eine Lidschattenpalette. Also aus 9 Kategorien darf immer einer von euch sozusagen in meiner Make-up-Kollektion shoppen. Und ich teste die Produkte nochmal aus, um zu gucken, gefallen sie mir noch oder gefallen sie mir eben nicht mehr. Ja. Genug Intro, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal. Und zwar hat mir diesen Monat die liebe Katharina Franziska die Produkte rausgesucht. Vielen Dank an dich. Du hast mir wirklich sehr spannende Produkte rausgesucht und ich bin schon gespannt, ob sie für mich noch funktionieren, weil da einiges dabei ist, was ich wirklich schon ewig nicht mehr getestet habe. Und ja, nur kurz als Disclaimer, ich trage hier einen Top drunter. Ja, ich weiß, es sieht aus, als ob ich nichts unter dem Blazer hätte, aber ich habe etwas an, okay? Starten wir auch gleich, und zwar hat mir die liebe Katharina die Revolution Conceal and Define Foundation rausgesucht. Ich meine, dass ich die erst einmal getestet habe und das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Deshalb bin ich sehr gespannt und habe mich auch sehr gefreut, dass sie mir die rausgesucht hat. Die wollte ich eh schon lange mal wieder testen und ja, wir schauen mal, wie sie so funktioniert. Ich habe die Farbe F1. Ich mache mal meine Strähnchen hier weg, sonst wird es nichts. Das ist die hellste Farbe und die Foundation kommt ja mit so einem großen Doe-Foot-Applikator. Wurde damals so ein bisschn von der Shape Tape Foundation von Tarte nachgemacht und ja, ich würde sagen, ich gebe sie mir einfach mal auf. Ich finde es ehrlich gesagt sehr cool so mit dem Applikator, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es sehr hygienisch zum einen und es ist einfach zum Auftragen. Erstmal so meinen Hals hier runterblenden. Ich bin sehr gespannt. Ja, also ich mag das sehr gerne so mit einem Applikator. Hab das auch wirklich noch nicht so häufig gesehen, sondern bis jetzt glaube ich nur bei der Foundation und bei der Tarte Foundation. Ich finde es eigentlich echt cool, muss ich sagen. Revolution ist ja nicht so ganz mein liebstes Brand. Also ich finde einige der Produkte, die ich da bis jetzt getestet habe, nicht so geil, muss ich ehrlich sein. Mich reizt die Marke halt auch einfach nicht. Ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Ich finde halt, dass die auch so extrem viel immer rausblasen. Dann gibt es 500 Sister Brands so ungefähr unter diesem Revolution Umbrella. Und mir kommen da einfach zu schnell zu viele Kollektionen raus. Also ich komme da einfach nicht mehr mit. Ich muss auch sagen, dass mich die meisten nicht ansprechen. Viele sind ja so, wie nennt man das? So Franchise-Kollektionen würde ich es jetzt einfach mal nennen. Mit irgendwelchen, keine Ahnung, Nightmare Before Christmas und, ach, was haben sie noch alles gemacht? Also halt lauter so Fernsehserien, Filme, irgendwie solche Sachen. Und da bin ich eh nicht so der große Fan von. Das meiste davon reizt mich jetzt auch nicht. Wenn da jetzt was zu einer Serie oder einem Buch oder so rauskommen würde, das ich über alles lieb, dann würde ich mir das vielleicht schon überlegen. Aber ich fand halt einfach die Revolution-Qualität bis jetzt immer nicht so gut. Deshalb ist das jetzt nicht mein liebstes Brand, sagen wir es einfach mal so. Aber die Farbe passt auf jeden Fall gut. Jetzt gucke ich es mir mal kurz im kleinen Spiegel an. Boah, liegt eigentlich auch echt schön auf meiner Haut, muss ich ehrlich sagen. Hat sich einfach ausblenden lassen. Eine sehr schöne Deckkraft. Also das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir mal kurz, was hier drauf steht. Full Coverage Foundation. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, ist eine sehr gute Deckkraft. Meine Rötungen sind abgedeckt. Ich meine, den Leberfleck, den ich hier habe, den sieht man halt immer durch. Aber ansonsten finde ich sie sehr, sehr schön. So, der erste Eindruck ist sehr gut. Ich würde euch einfach am Ende des Videos nochmal so einen kleinen Bericht erstatten. Die Shop My Stash Videos dauern meistens so 40 bis 50 Minuten zum Drehen und wird euch da am Ende einfach nochmal sagen, wie sie sich über den Zeitraum verhalten hat. Aber der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal gut. Schöne Farbe, schöne Deckkraft und liegt auf jeden Fall sehr angenehm auf der Haut. Dann gehen wir auch gleich weiter zum Concealer. Und zwar wurde mir da von L'Oreal der Infallible More Than
Concealer, so heißt er ja, genau, Infallible Concealer ausgesucht. Hier habe ich die Farbe 320 Porzellan. Auch der ist, meine ich, schon ein bisschen länger her, dass ich ihn getestet habe. Ich glaube, mich aber erinnern zu können, dass ich ihn gut fand, aber wir schauen einfach mal. Der hat auch so einen Riesenapplikator. Hier auch wieder angelehnt natürlich an den Shape Tape. Sind wir mal ehrlich, der Shape Tape war der erste Concealer, der so einen Riesen-Doe-Foot-Applikator hatte. Und kurz drauf, nachdem der ja so gehypt war, hat es plötzlich jeder gemacht. Aber okay. Geben wir ihn uns mal auf. Auf jeden Fall eine sehr, sehr helle Farbe. Also der ist auch mal für mich aufhellend. Ist ein bisschen eine dickere Textur. Das merke ich jetzt auch so beim Ausblenden, muss ich ehrlich sagen. Also lässt sich nicht so extrem schön und extrem leicht ausblenden, wie es dann doch manch anderer Concealer bei mir macht. Ja, man muss ein bisschen mehr Arbeit reinstecken zum Ausblenden. Das hatte ich so jetzt nicht unbedingt in Erinnerung, aber ich teste halt so viele Concealer und Foundations und alles, dass es manchmal, wenn es nicht extrem gut heraussticht, so zu einem Einheitsbrei wird. Muss ich ehrlich sagen. Aber den finde ich so, naja, jetzt erstmal. Also echt eine dickere Konsistenz. Sagt er denn hier irgendwas drauf? Full Coverage Concealer, sagt er. Targeted or all over. Also all over kann ich mir den jetzt gar nicht vorstellen. Dafür wäre mir viel zu dickflüssig, um den jetzt wirklich im ganzen Gesicht auszublenden. Das würde ich jetzt nicht unbedingt wagen. Ja, also wenn man ihn ausblendet, dann passt sich die Farbe auch ein bisschen besser an. Ich finde ihn aber durch das, dass ich ihn schon sehr dickflüssig, so im Vergleich zu manch anderem Concealer finde, ein bisschen schwieriger zum Ausblenden. Er liegt jetzt auch nicht schlecht unter meinem Auge, aber er liegt jetzt auch nicht extrem gut. Ich glaube, man sieht es auch, dass er mir hier so ein bisschen in die Fältchen kriecht. Ich komme mal ein bisschen näher. Hier sieht man es ganz gut. Seht ihr das? Dass er hier meine Fältchen sehr betont. Und ich habe jetzt nicht extreme Probleme mit Fältchen unter dem Auge, aber er kriecht mir schon ein bisschen rein. Also den finde ich jetzt so im ersten Eindruck mal nicht so gut. Ich bin gespannt, wie er sich da mit Puder verhält. Aber so der erste Eindruck gefällt mir hier schon mal nicht so extrem gut. Da gibt es auf jeden Fall Concealer, die ich allein vom Auftrag her schon lieber mag. Als loses Puder hat mir die liebe Katharina Franziska dann das Rival Loves Me X Maxim Giacomo Puder rausgesucht. Bin sehr gespannt. Das ist ja noch gar nicht so lange, glaube ich, her, dass ich es getestet habe. Zumindest kommt es mir nicht so vor, aber ihr wisst, was so das Zeitgeschehen angeht, habe ich da manchmal gar kein Zeitgefühl mehr. So, von innen sieht es leicht gelblich aus, hat auch so ein Netz drinnen. Und dann setzen wir damit mal unter dem Auge. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass ich das eigentlich ganz schön fand. Dass das wirklich schön unter meinem Auge aussah. Ich benutze es auch mal nicht so viel. Mal gucken. Ich benutze ja Puder eigentlich immer nur dafür, dass es halt unter dem Auge eben nicht mehr so klebt. Sagen wir es mal so, weil ich mag das gar nicht, wenn es noch klebt unter dem Auge oder auch im Gesicht. Das kann ich gar nicht ab. Ja, fühlt sich aber auf jeden Fall schön an. Ich muss aber sagen, ich komme mal ein Stückchen näher, dass der Concealer sehr trocken unter meinem Auge aussieht. Oh je. Ich zeige es euch mal ganz am Ende noch ein Stückchen näher, aber der sieht schon trocken aus. Also er betont meine Fältchen extrem. Und das liegt jetzt nicht an dem Puder, sondern das habe ich ja davor auch schon gesagt. Und durch das Puder ist es jetzt eigentlich nur noch ein Stückchen schlimmer geworden. Oh oh. Ja, gefällt mir jetzt nicht so gut, muss ich ehrlich sein. Das liegt jetzt aber nicht am Puder, sondern das ist dann echt ein No für den Concealer. Weil das Puder ist eigentlich echt schön. Es hat einen sehr angenehmen Geruch. Und deckt auch nochmal so ein bisschen ab, aber es gibt so ein klein bisschen
bla bla bla, ich blubber schon wieder vor mich hin. Es gibt so ein klein bisschen Farbe noch unter dem Auge. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber der Concealer ist, glaube ich, so ein kleines No-Go für mich, ja. Wir setten aber dann auch gleich mein ganzes Gesicht und zwar mit dem Essence Skin Loving Sensitive Puder. Bei der Sensitive-Reihe ist ja das Tolle eigentlich, dass man hier kein Fragrance, kein Alkohol, ja, so ein ganzes Gedöns drin hat. Es ist eben für sehr sensible Hauttypen gedacht und das finde ich sehr schön, muss ich ehrlich sagen. Ich verstehe eh nicht, warum man in den Puder eigentlich Geruch reinmacht. Finde ich auch völlig übertrieben, aber okay. Und damit setten wir jetzt mal so ein bisschen noch. Nicht viel, wie gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe trockene Haut, sondern ich mache das eigentlich immer nur so ein bisschen, damit meine Haut nicht noch klebt. Die Foundation war ja eh schon matt. Da braucht man so oder so nicht so viel Puder. Ja, sehr schön. Da konnte ich mich auch noch so leicht dran erinnern, dass ich das eigentlich ganz gerne mochte. Ich muss aber auch hier wieder dazu sagen, dass ich gepresstes Puder so ungefähr das langweiligste Make-up-Produkt finde, das es gibt. Ich weiß nicht. Mich kann so ein gepresstes Puder irgendwie nicht richtig überzeugen, weil das, was es für mich machen muss, ist halt einfach meine Haut nicht trocken aussehen zu lassen und dass sie nicht klebt. Ich hatte auch schon gepresstes Puder, was extrem scheiße auf meiner Haut lag. Aber ansonsten, finde ich, ist es immer so ein bisschen unexciting. Sagt man das so? Ein bisschen boring ist, glaube ich, eher das Wort unexciting. English Pro am Werk. ja, ich finde es schön. Es gefällt mir gut. Ich finde auch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Essence-Pudern immer gut. Ich habe mehrere davon, fand die bis jetzt alle schön. Aber es ist halt so echt das langweiligste Produkt in der Make-up-Sammlung, sind wir mal ehrlich. Gehen wir dann auch gleich weiter zu Bronzer. Und zwar nehme ich da den Maybelline City Bronzer in der Farbe Medium Cool 200. Der sieht so von innen aus. Und den gebe ich mir mal ein bisschen auf. Sehr pudrig. Okay. Ich bin ja eh nicht so der Riesenbronzer-Fan und wenn, dann mag ich das gerne, wenn es sehr kühlstichig ist. Oh wow, das ist sehr gut pigmentiert. Deshalb bin ich nicht so der extreme Bronzer-Nutzer, sagen wir es einfach mal so. Wenn, dann mache ich mal ein bisschen Kontur hierhin, aber ansonsten ja, bin ich da nicht so der Riesenbenutzer. Ich muss auch sagen, dass ich sehr gerne Creme-Kontur benutze, wenn dann. Ich so meinen Fenty-Stick oder den von NYX, den mag ich auch sehr gerne. Aber ich teste natürlich auch immer gerne wieder neue Sachen, habe dadurch natürlich auch welche in meiner Sammlung. Und da ich, ja, wie gesagt, nicht so der Bronzer-Typ bin, nutze ich die auch nicht so oft und bin natürlich dann immer gespannt, wie sie dann letztendlich nochmal für mich funktionieren. Ist auf jeden Fall schön pigmentiert. Und lässt sich aber auch gut verblenden. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Passt auch gut zu meinem Hautton, würde ich sagen. Ich swatche ihn euch einfach einmal. Ich finde, dann sieht man das immer so ein bisschen besser noch. Machen wir mal ein bisschen so. Ja. Ist ein schöner Farbton, ist nicht zu orange, aber geht dann doch leicht ins Orangene schon rein. Also wenn ich jetzt noch ein Ticken heller wäre, wäre das nicht die richtige Farbe. Aber ich meine, es gibt auch noch eine andere Farbe, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz schön. Ihr seht es hier ganz gut. Ja, gefällt mir ganz gut. Ist jetzt aber auch nicht mein Lieblingsprodukt. Da gibt es einfach andere Farben, auch die ich schöner finde an meiner Haut. Aber er funktioniert auf jeden Fall. Ja, wir nutzen dann auch gleich den Blush, der mir rausgesucht wurde, und zwar von der Sephora Eigenmarke. Das ist die Farbe Shame on You, Number One. So ein bisschen so ein kühleres Mauve, was ich sehr spannend finde, weil ich ja eigentlich so der Peach Blush-Typ bin. Deshalb freue ich mich natürlich, dass mir hier von der lieben Katharina was anderes mal rausgesucht wurde. Oh wow, sehr schön. Sehr schöne Pigmentierung auf jeden Fall. Doch, sehr schön. Und die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist mal was ganz anderes, aber gerade so ein Movie Pink finde ich jetzt für, dass wir in den Winter übergehen, eigentlich eine echt
tolle Farbe, sehr passend auch. Und er lässt sich wirklich sehr schön verblenden. Schöne Pigmentierung, schöner Auftrag. Ja, doch, der gefällt mir sehr gut. Sieht richtig, richtig hübsch aus. Die Farbe ist wunderschön. Das, wie er sich hat verblenden lassen, ist wunderschön. Er ist nicht zu doll pigmentiert. Ihr könnt ihn aber aufbauen, wie ihr ja gesehen habt. Also den Sephora Blush finde ich auf jeden Fall toll. Ich glaube, da werde ich mich auch nochmal nach so ein paar anderen Farben umgucken. So ein schönes Peach könnte ich mir davon noch gut vorstellen. Aber der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das Produkt hat mich jetzt schon mal sehr begeistert. Jetzt gehen wir auch dann gleich noch in den Highlighter rein. Und zwar von Physicians Formula, den Butter Highlighter in der Farbe Pearl. Den dreht man ja so auf. Ist so ein bisschen wie so ein Super Shock Highlighter, würde ich sagen. Ich gebe ihn mir jetzt aber trotzdem mit dem Pinsel mal auf. Weil die Super Shock Highlighter gebe ich mir meistens mit dem Finger auf. Aber ich möchte das jetzt einfach mal... Oh, ich liebe ja den Geruch. Wenn ihr den Butter Bronzer kennt, dann wisst ihr genau, wie der hier riecht, der Highlighter, weil dieses Butter-Ding ist ja alles mit der Murumuru-Butter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Steht das hier nochmal? Ja, genau. Und das riecht natürlich unglaublich lecker. So ein bisschen nach Kokos, Ananas, einfach sehr tropisch, fruchtig. Den Geruch liebe ich über alles. Wow, und der Highlighter ist sehr schön. Seht ihr das? Richtig, richtig schön. Ja, love it. Love it. Ewig nicht mehr benutzt, weil ich immer so das Gefühl habe, weil ich meine, er sieht sehr weiß aus. Ich habe immer das Gefühl, der wäre mir zu icy und dass er mich noch bleicher macht, als ich eh schon bin. Weil wenn man so einen zu icy Highlighter aufträgt, sieht das natürlich auch nicht schön aus. Aber ich finde, der passt sehr gut. Ja, doch, ich glaube, den werde ich jetzt wieder öfters benutzen. Vielen Dank, dass der mir rausgesucht wurde, weil... Er gefällt mir, wow, gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, love it. Der Blush und der Highlighter, wirklich schöne Produkte. Dann machen wir auch gleich noch Setting Spray drauf. Und zwar benutze ich hier das Essence My Power Is Limited Edition Spray. Und das ist von dem Zeichen Earth, weil ich ein Erdzeichen bin. Ich bin Steinbock. Und ich fand das einfach auch von der Verpackung so wunderschön. Ihr habt hier unten so ein... paar Kristalle drin und ich fand es einfach wunderschön und bin froh, dass ich es jetzt dann auch mal wieder benutzen kann und das gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Der Geruch ist auch sehr, sehr lecker. Riecht so ein bisschen beruhigend, finde ich, aber auch jetzt nicht zu doll, weil ich mag das auch nicht, wenn Sachen zu doll parfümiert sind. Ein bisschen ist immer okay, aber zu doll mag ich dann auch nicht. Ja, und das soll halt so ein Hydrate and Prime Mist eigentlich sein. Feuchtigkeitsspendendes Primer Spray kann im Element Erdgeborenen dabei helfen, sich zu erden und Vertrauen zu gewinnen. Okay. Ich benutze sowas meistens nicht als Primer Spray, sondern einfach, um die Puder nochmal besser miteinander zu verschmelzen. Ich habe jetzt nicht unbedingt das Problem, dass ich ein Setting Spray brauche, was mein Make-up länger halten lässt, weil mein Make-up hält eigentlich immer sehr, sehr gut. Sondern ich brauche einfach was, was so die Puder alles schön miteinander verschmelzen lässt. Und das hat es auf jeden Fall schön gemacht. Es war sehr angenehm auf dem Gesicht so zum Aufsprühen und ja, gefällt mir sehr gut. Kommen wir dann zu dem letzten Produkt, das mir die liebe Katharina Franziska rausgesucht hat, und zwar zur Lidschattenpalette. Hier benutze ich die BH Cosmetics Hanging in Hawaii Palette. Und hier muss ich, glaube ich, gestehen, oder nicht glaube ich, ich muss gestehen, dass ich die tatsächlich noch nicht benutzt habe. Jo, ich habe die schon so lange in meiner Sammlung und ich habe sie noch nie benutzt. Deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass mir die rausgesucht wurde, weil ich jetzt endlich mal dazu komme, sie zu benutzen. Fragt mich nicht, warum ich sie bis jetzt noch nicht benutzt habe. Manchmal bin ich einfach ein bisschen blöd. So ist es halt. Aber ich freue mich unglaublich drauf, sie jetzt für euch zu benutzen. Genau. Ich würde dann als erstes... Ich glaube, ich gehe als erstes in Lai. Der hier. Und den gebe ich mir mal mit einem großen, fluffigen Pinsel in die Lidfalte auf. Falls ihr euch übrigens fragt, was ich auf den Lippen habe, ich habe mir den Mrs. Bella Gloss in No Side Chic aufgetragen. Eins meiner absolut liebsten Lippenprodukte.
Ich liebe den Lipgloss einfach. Der ist so unglaublich angenehm auf den Lippen und auch die Farbe gefällt mir sehr gut. Ja, ich dachte, der eignet sich hier ganz schön für den Look. Durch das, dass die Palette eben so ein bisschen wärmer ist, wird es natürlich auch so ein sommerlicherer Look. Und ich liebe ja BH Cosmetics Lidschatten. Also das ist mit eins meiner liebsten Brands. Ich hoffe auch, dass die irgendwann jetzt mal wieder auf die Beine kommen und ein paar neue Sachen hier auch rausbringen. Weil in deren Online-Shop gibt es ja immer noch nichts zu kaufen. Oder, ja, ich meine, nee, nur bei DM kann man zum Teil die Sachen kaufen, genau. Weil da so kleine Travel-Paletten rauskamen, die mich aber ehrlich gesagt gar nicht angesprochen haben. Ich weiß auch nicht, ob es die nur in Amerika zu kaufen gab. Ja, ich hoffe, dass BH Cosmetics da mal wieder ein bisschen ja, auf die Füße kommt, auf die Beine kommt, weil ich die Marke wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich finde die Produkte, also gerade die Lidschattenpaletten und die Pinsel, einfach super von der Qualität und würde mir das natürlich wünschen, dass es wieder was wird. Aber we will see, ne? Ja, der ist schon mal sehr schön pigmentiert. Dann würde ich in Paradise gehen. Das ist der schöne Pinkton hier. Und den setze ich mir hier außen auf. Bisschen Fallout habe ich. Aber das ist nicht so tragisch. Und den blende ich mir bis nach vorne in die Lidfalte und hier außen so ein bisschen. Sorry, falls ihr übrigens was hört. Der Straßenlärm ist am Start. Und dann, ja, genau, das habt ihr jetzt hundertprozentig gehört. So ist das hier immer. Sonntag, Mittag und es ist trotzdem laut. Zieh mir den natürlich auch noch nach unten. Das Fallout mache ich dann nachher weg. Also lasst euch davon jetzt nicht stören. Der Ton ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön pigmentiert. Und ich hole mir den mit dem Look jetzt nochmal so ein bisschen den Sommer zurück. Wir sind zwar schon vollkommen im Herbst drinnen und die letzten Tage war es auch echt kein schönes Wetter hier. Also bei uns hat es eigentlich durchgängig geregnet. Also pfui Teufel. Aber heute ist witzigerweise hier 22 Grad. Mitte Oktober und 22 Grad. Ja, was soll man dazu noch sagen, ne? Der Klimawandel, wie er leibt und lebt. Auf jeden Fall sehr knallig. Der pure Sommer kommt hier für mich zurück. Oh, die Töne sind wirklich sehr, sehr schön pigmentiert. Ja. Kommen wir dann zu den Schimmertönen und zwar würde ich als erstes Luau, das ist der dunkle Ton, einmal mit einem Pinsel aufnehmen und dann ansprühen, weil den möchte ich mir so ein bisschen weiter nach hinten aufgeben. So, hoppla, dafür nutzen wir jetzt einfach mal ein Setting Spray. Ich mache das am liebsten ja mit dem Finger, aber ich dachte mir jetzt hier hinten ist es vielleicht mit einem Pinsel ein bisschen einfacher. Wir schauen mal, ob das genug Wumms für mich rausgibt. Einfach um hier noch mal so ein bisschen abzudunkeln. Ich gehe doch mal mit dem Finger rein. Und ja, das ist noch mal ein Ticken schöner. Und den gebe ich mir so bis zur Mitte auf. Einmal wirklich von außen. Der ist wirklich sehr schön. Ist fast der gleiche Ton wie der Pinkton, den ich mir außen aufgegeben habe. Ich dachte mir, wir machen jetzt noch ein bisschen was. Einfach hier mit dem Schimmer außen. Sehr schön. Ja, der ist schon mal gut pigmentiert. Und dann würde ich gerne in den hier gehen. Das ist die Farbe Pineapple. Und der ist auf jeden Fall auch sehr gut pigmentiert. Und den setze ich mir. Okay, wow. Hier vorne aufs Lid. Jo, okay. Ihr seht mich dann bis zum Mond strahlen. Und den gebe ich mir so bis zur Mitte auf. Ja, wenn das nicht mal eine Pigmentierung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich will nochmal den dunkleren Ton kurz ein bisschen auf den
Finger auf und blende hier einmal so in der Mitte noch ein bisschen drüber. Ja. Das ist halt ein BH Cosmetics Schimmer, wie ich ihn liebe. Genau deshalb mag ich BH Cosmetics so gerne. Ich finde, die Schimmertöne sind immer unglaublich toll pigmentiert. Ich meine, ihr seht's. Und auch die matten Töne haben eine tolle Pigmentierung, lassen sich wunderschön verblenden und ach, ich bin begeistert. Vielen Dank nochmal fürs Raussuchen dieser Palette. Ich weiß nicht, ob ich so ohne dich jetzt dazugegriffen hätte, aber ja. Ein großer Dank an dich, liebe Katharina Franziska. Danke fürs Raussuchen von der Palette. Ich freue mich wahnsinnig und ja, sie hat mir sehr gut gefallen von der Qualität. Also ich freue mich, dass ich sie in meiner Sammlung habe. Und hier ist dann mein fertiger Look. Ich bin sehr begeistert, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mir jetzt kurz die Foundation nochmal an. Ja, die liegt wirklich schön auf meiner Haut. Also die Foundation kriegt von mir auch nochmal einen Daumen nach oben. Und der Concealer. Ich muss jetzt sagen, für das, wie er anfangs aussah, hat er sich gut verhalten eigentlich. Also am Anfang, habe ich ja gesagt, sieht er extrem trocken unter meiner Haut aus. Unter meiner Haut, unter meinem Auge meine ich natürlich. Durch das aber, dass ich mit dem Setting Spray so drüber gegangen bin, finde ich eigentlich, dass er gar nicht mehr schlecht aussieht. Ich komme mal ein bisschen näher. Natürlich sieht man meine Fältchen, aber jetzt nicht so extrem, wie es anfangs war. Ich finde, er hat sich gar nicht schlecht verhalten. Ich glaube, ich würde ihn doch mal behalten und noch mal so ein bisschen rumtesten. Aber wenn ich ihn mir jetzt so angucke, sieht er gar nicht schlecht aus. Ich wollte ihn euch gerade näher zeigen, aber er sieht wirklich nicht mehr so schlimm aus. Nicht mehr so schlimm, hört sich scheiße an, aber ich finde, er sieht eigentlich jetzt ganz gut aus. Vielleicht muss man ihn einfach nur mit ein bisschen Setting Spray nochmal verflüssigen, in Anführungszeichen, damit er sich schöner unter dem Auge hinlegt. Aber ja, es hat mir jetzt kein Produkt so gar nicht gefallen in diesem Haul. Den Concealer, wie gesagt, muss ich noch mal so ein bisschen auf die Probe stellen. Aber ansonsten sehr schöne Produkte. Also vielen Dank nochmal fürs Raussuchen. Ich freue mich unglaublich. Ich freue mich auch, dass du mir genau die Lidschattenpalette rausgesucht hast, weil ich echt verliebt in den Look bin. Und sie auf jeden Fall, mir versagt schon wieder die Stimme, sie auf jeden Fall jetzt öfters benutzen werde. Also danke nochmal. Es sind wirklich sehr schöne Produkte gewesen. Und ich freue mich, dass ich die in meiner Sammlung habe. Falls jemand von euch mal Lust hat, mir die Produkte rauszusuchen, schreibt mir gerne auf Instagram. Das ist für mich immer am einfachsten, weil da kann ich euch einfach ein paar Bilder aus meiner Make-up-Sammlung schicken und ihr sucht dann raus. Genau. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!